Wenn es ums Thema Beschichten geht, ist die IGP Powder Coatings der richtige Ansprechpartner für Sie. Mein Name ist Lukas Schloss und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: mangelndes Deckvermögen. Eine zu geringe Schichtstärke, wie erkenne ich das und was kann ich unternehmen, diese Fehlerquelle nachhaltig zu vermeiden? Bei zu geringer Schichtstärken kommt es oft zu visuellen Abweichungen wie Farbton und oder auch einer Veränderung der Oberflächenstruktur. Betroffen ist jedoch nicht nur die visuelle Wahrnehmung, auch die Qualität wie mechanische Eigenschaft und der Korrosionsschutz werden beeinflusst. Nicht alle Farbtöne sind gleich in ihrer Deckkraft und müssen somit auch mit unterschiedlichen Schichtdicken appliziert werden. Hellere Farbtöne, wie beispielsweise Weiß und Gelb, sind erst bei höheren Schichtstärken deckend. Dunklere Farbtöne wie Schwarz und Grau hingegen decken bereits bei einer sehr geringen Schichtstärke. Stellen Sie sicher, dass die Schichtdickenverteilung gleichmäßig ist. Bei größeren Abweichungen der Schichtdickenverteilung kann sich der Farbton ebenso maßgeblich verändern. Welche Beschichtungsparameter beeinflussen zu geringe Schichtstärken? Die häufigsten Fehlerquellen sind ungenügende Erdung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Warenträger, Aufhängevorrichtung und Haken sauber und blank sind und somit der Kontakt zum Beschichtungsgut gewährleistet ist. Stellen Sie auch sicher, dass Ihre Anlageeinstellungen optimal auf dem zu verarbeitenden Pulverlack und das Beschichtungsgut abgestimmt sind. KV, Mikroampere, Gesamtluft, Pistolenabstand, Pulverausstoß, Pistolenhub und Fördergeschwindigkeit müssen optimal gewählt werden. Dokumentieren Sie Ihre Parameter, damit auch Folgebeschichtungen reproduzierbar sind. Wenn die Eigenfarbe oder gar die Oberfläche des Untergrundes vor oder nach dem Einbrennprozess sichtbar sind oder im ungünstigsten Fall erst nach Montage am Objekt erkannt werden, ist es natürlich zu spät und der Schaden unter Umständen bereits immens. Was können Sie also unternehmen, um dies zu vermeiden? Folgende drei Schritte unterstützen Sie dabei. Erstens, prüfen Sie die Deckkraft mittels Bemusterung. Beschichten Sie Mustertafeln in verschiedenen Schichtstärken, beispielsweise 60, 80 und 100 μ, und vergleichen Sie die Farbtöne. Zweitens, die optische Kontrolle während der Beschichtung. Stellen Sie sicher, dass die Beschichtung stetig überwacht ist und das Beschichtungsgut vor dem Einbrennprozess optisch kontrolliert wird. Und drittens, unterstützende Prüfmöglichkeiten vor dem Einbrennprozess. Berührungslose Schichtdickenmessgeräte unterstützen Sie zur Sicherstellung von optimalen Schichtstärken und deren Schichtstärkenverteilung noch vor dem Einbrennprozess. Zusammenfassend: zu geringe Schichtstärke, nicht optimale Beschichtungsparameter, Eigenfarbe des Untergrundes ist erkennbar, Oberfläche des Untergrundes ist sichtbar und so weiter. Das waren unsere heutigen Ursachen. Unser IGP Service Guide hilft Ihnen nicht nur bei mangelndem Deckvermögen, sondern auch bei vielen weiteren Themen. Fordern Sie ihn jetzt an. Die IGP wünscht Ihnen nun ganz viel Spaß beim Beschichten. Natürlich ab sofort ohne mangelndes Deckvermögen. Bis zum nächsten Mal.